Die Geschichte der Tutorials ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja, ich weiß, okay, der Gag ist echt abgedroschen. Aber wir wollen heute trotzdem wirklich mal über Tutorials sprechen. Und zwar im Speziellen über schlechte Tutorials. Ja, Freunde, wie immer freue ich mich über die Maßen, dass ihr auch heute mit dabei seid. Mein Name ist Wolf, ihr seid auf Games unterwegs und das Motto heute lautet: Abonnieren geht über Verklausulieren. Dieses Video ist ein bisschen anders als unsere normalen Videos und wie ist es dazu gekommen, dass ich mit euch mal über Tutorials sprechen möchte? Ich habe einen Code gekriegt für Rogue Lords, ist eigentlich ein sehr schönes Spiel und ich dachte, ey, dazu mache ich doch mal ein kleines Review-Video. Es hat sich allerdings so zugetragen, dass ich eben das Tutorial dieses Spiels gesehen habe und das ging mir so auf den Keks, dass ich dachte, ey, nee, lass uns doch darüber mal eine Runde quatschen. Was macht ein gutes Tutorial aus? Was macht vor allem, fast noch wichtiger, die schlechten Tutorials aus? Und wie kommt sowas eigentlich bei mir und damit auch bei euch an? Deswegen lehnt euch zurück und entspannt euch. Wir reden in den nächsten paar Minuten nicht nur darüber, was an dem Spiel Rogue Lords so schön ist, sondern auch, was an dem Tutorial für dieses Spiel so doof ist. Rogue Lords ist ein tolles Spiel mit einem sehr schicken Artstyle. Von der Struktur her ein Roguelike, in dem ihr ein paar der berühmtesten Figuren aus der Horror- und Schauerliteratur in die Schlacht schickt, sowie Dracula, Bloody Mary, der kopflose Reiter, Frankensteins Monster und so weiter. Das gefällt mir als Fan von allem Gruseligen ja sowieso schon mal, aber Rogue Lords hat auch ein paar recht originelle Ideen, wie diese hier. Wir spielen den Teufel persönlich, der hier über unsere Spukgestalten herrscht. Und als Satan himself haben wir die komplette Macht über das Spielgeschehen. Das heißt, wir können jederzeit in eine Art Cheat-Menü schalten, in dem wir dann so ziemlich alles manipulieren können, was uns zum Sieg verhilft. Die Lebensenergie der Gegner einfach mal halbieren oder die Chancen auf einen besonders kniffligen Würfelwurf auf 100% hochballern, geht hier alles. Ey, wir sind der Vater der Lügen, Lucifer, der motherfucking Leibhaftige. Wir halten uns nicht an Regeln. Fair Play? Pah, nur für Loser. Also, nette Idee, schöner Artstyle, Rogue Lords ist ein gutes Spiel. Aber wenn es nach dem Tutorial am Spielanfang geht, werden nur die wenigsten das mitbekommen. Das Tutorial wirkte auf mich nämlich so unklar, überfrachtet und schlichtweg missraten, dass ich jetzt dieses Video darüber mache. In den nächsten paar Minuten zeige ich euch, was ich damit meine. Und bitte vergesst nicht, ich bin kein Designer, ich bin kein Grafiker, ich habe noch nie ein Tutorial entworfen. Aber ich bin seit über 30 Jahren Gamer und ich habe in dieser Zeit viel, viel, viel gesehen und gespielt. Und ich weiß, was für mich funktioniert und vielleicht ja nicht nur für mich. Und ich weiß, was mich komplett abturnt, wenn ich ein neues Spiel kennenlernen und verstehen will. Also, seid dabei. The time has come for my revenge. So, ich zeige euch jetzt hier stichpunktartig ein paar Probleme in der Tutorial-Phase. Wir gehen das mal Screen für Screen durch. Nach dem Start finden wir uns quasi in unserem Hauptmenü wieder, unserem Stützpunkt, und wählen da die Karte auf dem Tisch an, über die wir in die eigentliche Spielwelt kommen. Soweit alles klar. Je weiter wir im Spiel vorankommen, umso schwerer wird es, leuchtet ein, alright. Mission anwählen, ja. Und dann beginnt das designtechnische Grauen. Was zum Teufel ist hier los? Völlig überladen, mein Auge weiß gar nicht, wo es zuerst hingucken soll. Und zu allem Überfluss labert uns der Teufel automatisch mit seiner Hintergrundgeschichte voll. Many years ago, I was banished from the terrestrial plane by Van Helsing. Also, wir haben hier links den Text über die Story, Satans Stimme, die den Text vorliest, but things are changing. Und rechts oben nebulöse Details zum Schwierigkeitsgrad. Wobei ich zum jetzigen Zeitpunkt, ein paar Sekunden nachdem ich das Spiel gestartet habe, weder weiß, was HP noch SP sind oder was es bedeutet, dass es null Uprisings zwischen Zonen gibt. Was heißt das? Ist das gut? Naja, vermutlich, weil wir uns im einfachsten Schwierigkeitsgrad befinden. Aber also, es könnte ja auch sein, dass mit Uprisings gemeint ist, dass sich Leichen aus ihren Gräbern erheben und als Zombies für mich kämpfen. Also, wir haben auch schon Bekloppteres in Games erlebt. Es ist also nicht komplett ausgeschlossen. Aber ich bin ganz sicher, das Spiel wird mir das noch erklären. Also wandert mein Auge etwas tiefer und sieht da zwei klickbare Kästen mit den Schwierigkeitsgraden. Edge, nein, die sind nicht klickbar. Also nur der rechte mit normal. Wann ich Apprentice anwählen kann, wird mir netterweise in der dicken Textbox darunter erklärt, aber leider wird die überdeckt von noch einer Textbox, die mich anmotzt, ich soll jetzt langsam mal eine dritte Figur wählen, sonst macht das Spiel das für mich. Okay, also ich habe schon zwei Kämpfer gewählt, wann, wo? Achso, das ist meine Startparty und ich vermute, die besteht aus Dracula und dem kopflosen Reiter? Okay,
Und ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Mein Gott, Wolf, jetzt stell dich doch nicht so an, das kennt man doch alles. HP sind Health Points, kannst du dir doch denken. Ja, sicher. Aber meine Kritik am Tutorial ist, dass ich mir eben sehr viel denken und selber zusammenreimen muss. Und das wird mir extrem erschwert, falls ich vorher noch nie ein Spiel dieser Art gespielt habe. Rogue Lords setzt voraus, dass man sowas wie Darkest Dungeon kennt und mit Roguelikes und rundenbasierten Strategiespielen vertraut ist. Und ja, das dürfte auf viele Spieler auch zutreffen. Aber also was spricht denn dagegen, wirklich alle abzuholen, es jedem so leicht wie möglich zu machen, ein Spiel zu finden? Ich meine, wozu gibt's denn Tutorials? Aber weiter geht's. Okay, hier entscheide ich mich für Bloody Mary, denn die anderen beiden sind ja schon in meinem Team. Weitere Figuren sind mir noch verschlossen und ich meine, also über Bloody Mary leuchtet ein roter Pfeil. Das sollte sich doch jedem erschließen. Alles fein hier. Ich bin wieder in dem Screen hier und diesmal kann ich endlich die komplette Erklärung des Schwierigkeitsgrads lesen. Aber dafür klebt ein fetter grauer anderer Textkasten vor dem Bild von Dracula. Oh, versteht ihr, warum mich dieses Tutorial so frustriert? Das ist nicht schlimm, ich kann hier eh nichts anderes machen als Beginn anzuklicken, aber es sieht so irre hässlich und plump und reingeklatscht aus. Ist doch nicht schön. Okay, wir sind in der Oberwelt und die Regeln der Fortbewegung und der Missionsstruktur werden uns erklärt. Okay, hab's gecheckt. Easy. Zur Mission rangehen, was anderes gibt's hier nicht. Und wenn wir die geschafft haben, können wir in die nächste Zone. Läuft. Bisschen Story-Hintergrund, danke, kann man skippen, wenn man ungeduldig ist. Und das war es schon. Ist nicht gerade typisch für eine Mission in diesem Spiel, aber okay. So, und wir sind wieder in der Oberwelt und es hat sich nichts verändert. Wir werden aber trotzdem aufgefordert, die Karte zu öffnen. Auch wenn die meisten Spieler instinktiv sowieso nach oben gelaufen wären, unten ist ja nichts mehr. Aber nein, okay, Karte öffnen. Wir haben schon wieder einen Textblock vor dem anderen. Toll! Und erfahren was über die Routen, die wir einschlagen können. Nächster Screen, links was über Tipps, die wir einschalten können und selbstverständlich wieder vor anderem Text. Und unten rechts erfahren wir, dass wir einen Terror kriegen, wenn wir hier hinkommen. Ich habe keinen Plan, was Terror ist, wie es sich auswirkt und ob eins davon viel oder wenig ist. Ich erfahre nur, dass ich das bekomme. Geil, wichtige Infos ohne Kontext oder Relation, also ignoriere ich auch das erstmal. Vielleicht wird ja alles klar, wenn wir jetzt endlich mal den ersten Kampf beginnen. Die nächste Mission ist offenbar ein Kampf und danach können wir uns heilen und auffrischen. Okay, gecheckt. Dann kommt ein Event, bei dem ich wertvolle Belohnungen bekommen kann. Beim Sensenmann lerne ich offenbar neue Skills oder bekomme sie und dann wiederholt sich alles bis zum Endkampf ganz oben. Ich finde es nach wie vor etwas grob und nicht sehr kunstvoll, uns vermeintlich alle möglichen Missionstypen geballt um die Ohren zu hauen, statt nacheinander, wenn sie wirklich dran sind. Aber okay, auch das sollte niemand überfordern. So, jetzt aber. Ab zur nächsten Zone, ab zum ersten Kampf. Und zack, die nächste Textbox ins Bild geklatscht, diesmal über unsere Teufelsessenz. Alles klar, habe ich ja schon erklärt. Wir lernen unsere Währung kennen und wo wir sie eintauschen können. Nice. Und jetzt wird Terror erklärt. Also so halb. Und klar, es nützt uns als Teufel natürlich. Danke Spiel für die Bestätigung. So, aber mal zum Kampf hier. Okay. Erst müssen wir uns aussuchen, welche Belohnung wir für den Kampf haben wollen, sollten wir gewinnen. Und wieder erklärt das Spiel nichts, sondern gibt uns einfach vor, wie wir uns entscheiden müssen. Wir müssen einen Skill kriegen wollen. Ich meine, das wäre sowieso meine Wahl gewesen, weil ich vermute, dass 30 Seelen als Lohn jetzt nicht so irre viel sind. Und auf der anderen Seite habe ich keinen blassen Schimmer, was genau der Terroreffekt sein wird und ob es sich lohnt, da Punkte anzusammeln. Ich treffe also keine Entscheidung, die auf sorgfältiger Abwägung der Informationen beruht, die ich sammeln konnte, sondern eine uninformierte Entscheidung, die ich treffe, weil ich zu wenige Informationen über das Gesamtbild habe. Mal abgesehen davon, dass ich hier ja eh nichts anderes wählen kann. Nochmal zur Erinnerung, das hier ist das Tutorial, das uns die Grundlagen beibringen soll und bislang macht es nur einen mittelmäßigen Job. So, jetzt aber endlich ein Kampf. Wir links, die Gegner rechts, alles klar. Natürlich nicht ohne Textbox, die wichtigsten Infos hier. Gegner kündigen ihre Aktion an und ich habe 5 Aktionspunkte, die ich einsetzen kann. Check. Und dann schon wieder, ey. Ich soll als erstes Bloody Mary nehmen. Okay, aber warum? Wieso nicht eine meiner anderen Figuren? Hat Bloody Mary einen Skill, den man auf jeden Fall am Matchanfang nehmen sollte? Das nervt mich so an diesem Tutorial. Mir wird immer gesagt, was ich machen soll, aber kaum je, warum ich Dinge so machen soll. Also wenn es entscheidend ist, dass Bloody Mary den ersten Zug hat, ja dann erklärt mir doch bitte, warum und in welchem Kontext es entscheidend ist. Und wenn es keine Rolle spielt, dann erklärt mir das auch. Ich muss sowas doch wissen.
Ich soll zuerst eine normale Attacke versuchen. Okay, ich vermute, das ist einfach, um mir einmal zu zeigen, wie man Züge und Aktionen auswählt. Aber wieder, keine Erläuterung, wieso diese Eröffnung eine gute Idee ist. Man versteht vielleicht spielentscheidende Zusammenhänge überhaupt gar nicht. Das ist so, als würde jemand die Zugmöglichkeiten jeder einzelnen Schachfigur runterrattern, aber überhaupt nicht erklären, wann welcher Zug Sinn macht und wie das alles miteinander zusammenhängt. Okay, also Stabbing, warum Stabbing und keine andere Fähigkeit, keine Ahnung, das Spiel will das so. Zack, Treffer und eine Textbox erklärt mir klar und konkret, wie ich Gegner besiege. Na also, geht doch. Ich soll Dracula nehmen, okay, und zu diesem Zeitpunkt vermute ich, dass es wirklich keine Rolle spielt, also dass ich hier nicht lerne, wie und ob verschiedene Skills meiner Figuren aufeinander aufbauen, sondern ich soll einfach mal mit jeder Figur irgendwas machen. Ist ja auch okay. Aber das würde ich schon gerne verstehen können hier im Tutorial. Also um eure Geduld jetzt hier nicht zu überstrapazieren, steigen wir an dieser Stelle mal aus. Ich hoffe trotzdem, mein Punkt ist klar geworden. Es geht mir hier nicht darum, dass ich von diesem Spiel erwarte, dass es mir die grundlegenden Funktionen eines Controllers beibringt oder mich Schritt für Schritt durch den Prozess führt, wie ich einen Knopf drücke. Man kann und darf nicht bei Adam und Eva beginnen, das ist schon klar. Aber Rogue Lords ist kein einfaches Spiel. Das Kampfsystem ist vielleicht nicht so ultra komplex und deep, aber es hat doch einige Feinheiten und Nuancen, die über Sieg und Niederlage entscheiden können. Das ist so ein Spiel, da zieht man die größte Befriedigung doch daraus, dass man die Ökonomie des Spiels verstanden hat, alle Informationen und Zahlen auf dem Bildschirm korrekt einordnen kann und daraufhin gut informierte, sorgfältig abgewogene Entscheidungen trifft. Und wer neu ist im Genre, der braucht umso dringender exakte, detaillierte Erklärungen, was jeder Begriff, jedes Kommando, jede Zahl bedeutet. Stattdessen habe ich hier blockige Textwüsten, die mitten ins Bild gehämmert werden, nebulöse Begrifflichkeiten und mir werden Strategien und Taktiken nicht erklärt, ich befolge einfach Befehle. Man muss das mal aus der Sicht eines Einsteigers sehen. Das ist so kundenunfreundlich hier, das verunsichert doch total. Da ist man doch direkt abgeschreckt. Das kann's doch nicht sein, was ein gutes Tutorial ausmacht. Und wer jetzt argumentiert, jeder kann sich ja auch ausführliche Tutorials auf YouTube suchen oder Wikipedias und Guides durchforsten, was für ein schwaches Argument. Das nimmt die Entwickler schön aus der Verantwortung, ihren Job zu machen. Leute, die so denken, die finden es auch okay, wenn ein Film mega fette Plotholes hat, die dann in irgendwelchen Büchern oder Comics erklärt werden. Ja, da musst du halt selber recherchieren, warum das so war. Nein, ey, nicht mein Job. Ich kann mir denken, dass es nicht einfach ist, ein gutes Tutorial zu entwerfen. Tutorials sind selten sexy, niemand hat da Bock drauf. Man will es so schnell wie möglich hinter sich bringen. Aber ich finde, je komplexer und weniger selbsterklärend ein Spiel ist, und Rogue Lords ist beides, desto umfassender und effizienter muss das Tutorial sein, sonst sorgt es doch nur für Frust, weil man gefühlt nur die Hälfte erklärt bekommen hat. Hey, habt ihr das neue Tojum & Earl gespielt, Back in the Groove? Guckt mal, wie es da ist. Hier kann ich erlauben, dass andere Spieler meinem Online-Spiel beitreten. Und was steht da? Explain this. Erklärt mir das. Ja, danke, top. Falls es mir nicht ganz klar sein sollte, was genau das heißt, kann ich mich hier ganz einfach und unaufdringlich nochmal rückversichern. Ich habe alle nötigen Informationen und entscheide mich darauf hin. Das ist großartig. Da sollten sich andere Entwickler zum Vorbild nehmen. Klar wissen die meisten, die einen Controller in die Hand nehmen, über Grundlagen und Gameplay-Standards Bescheid. Die brauchen solche Hinweise nicht. Aber es gibt eben doch auch jede Menge Neulinge, die vielleicht zum ersten Mal Kontakt mit so einem Game haben. Und es spricht doch überhaupt nichts dagegen, so vielen Leuten wie möglich den Einstieg so angenehm und niedrigschwellig wie möglich zu machen. Also, ich sage, make tutorials great again. Wenig verleidet mir den Start in ein neues Spiel mehr als ein mieser Einstieg, der mich gleichzeitig mit Infos beballert und mir trotzdem die Hälfte nicht erklärt. Wisst ihr noch Beispiele für so richtig gelungene Tutorials? Oder meinetwegen auch absolut miese? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ihr habt da bestimmt noch ein paar geile Beispiele am Start. Ja, das war mein etwas ungeplanter Rant über schlechte Tutorials. Und ich habe es ja gerade im Video erwähnt. Und ich meine es auch wirklich ernst. Wenn euch echt geile Tutorials einfallen oder auch ganz schlechte, schreibt's mal rein. Ich habe auch ein bisschen im Gedächtnis gekramt, aber ich wollte das Video nicht zu lang werden lassen. Aber da gibt es ziemlich sicher Beispiele, sowohl für die guten als auch für die schlechten. Und ansonsten kann ich sagen, also Rogue Lords, ich habe es gerade eigentlich nur angerissen, ist echt ein schönes Spiel. Stellt's euch als eine Mischung aus ja, Darkest Dungeon und Slay the Spire vor, mit einem ziemlich coolen Artstyle. Also ich spiele es jetzt gerade noch. Ich werde es auch noch weiterspielen, weil es mir wirklich gut gefällt. Und vielleicht kommt da noch ein kleines Video nachgeschossen. Aber jetzt erstmal gab es einen anderen Anlass, um über dieses Spiel quasi so in der Peripherie
Peripherie zu sprechen. Ja, mal was anderes. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Lasst es mich wissen per Daumen rauf oder auch Daumen runter und natürlich auch in den Kommentaren. Ich sage aber trotzdem danke auf jeden Fall, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Nächsten Freitag kommen wieder die News und heute in einer Woche, also nächsten Sonntag, das nächste größere Video zu einem dicken Thema. Schauen wir mal, was da kommt. Vielen Dank, passt auf euch auf. Tschüss.